Es war einmal ein armer Schneider, der hatte drei Söhne, aber nur eine einzige Tochter. Wir alle kennen die Märchenwelt und sie ist verbunden mit schönen Erinnerungen. Aber auch die Kriminellen im Internet erzählen Märchen. Bleiben Sie immer misstrauisch und überlegen Sie, ob eine Geschichte im Internet nicht einfach auch ein erfundenes Märchen könnte sein, wo man Sie damit in die Irre führen will. Vor allem sollten Sie misstrauisch werden, wenn es um Geldüberweisungen oder um Ihre Login-Daten geht. Wenn Sie unsicher sind, besprechen Sie sich mit Personen aus Ihrem beruflichen oder privaten Umfeld. Oder fragen Sie eine Fachperson. Und so lebten Sie, ohne auf Betrügereien hereinzufallen, glücklich bis an Ihr Lebensende.